Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum nächsten Bier des Tages. Nummer 5. Und es handelt sich dieses Mal wieder um ein anscheinend Exportbier, was ich so auch nicht kenne. Und zwar nennt es sich Germania Premium Strong. Wie der Name schon sagt, Germania Premium Strong ist es wohl ein sehr starkes Bier. 7,9%, wie man sieht. Also wirklich sehr strong. Und ja, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Auch da wieder die asiatischen Schriftzeichen drauf. Ich habe keine Ahnung. Ist auch wieder mit Pfandmarke. Und es steht auch drauf, Imported from Germany. Importiert von Deutschland. Das heißt, die werden das wahrscheinlich im Ausland kaufen, weil es billiger ist, obwohl es ein deutsches Bier ist. Wahrscheinlich. Davon gehe ich mal aus. Und deswegen müssen die dann diese Pfandmarke noch drauf machen. Weil die im Ausland eben keinen Pfand auf die Dosen haben. Ja, das würde zumindest den Sinn dieser komischen Aufmachungen, diese Dosen erklären. Also wahrscheinlich kaufen die das im Ausland, weil es billiger ist. Ja, also ganz ehrlich, das Bier an sich sieht eigentlich, also die Dose sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Die Dose gefällt mir ganz gut, aber hier steht weder drauf, wann es das erste Mal gebraut wurde. Das ist ja meistens so ein Zeichen, wenn da keine Jahreszahl draufsteht, dass es wahrscheinlich nicht so alt ist, sondern eher einfach so ein Kommerzbier, was sie rausgekommen haben, um Geld zu machen. Ja, also ich glaube nicht, dass es gut schmeckt. Erstens sind diese Biere, die so viel Alkohol haben, 7,9%, die sind meistens nicht so toll. Und zweitens glaube ich nicht, dass das hier irgendeine große Geschichte hat, dieses Bier. Wie gesagt, Hopfenextrakt ist drin, Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt, naja. Also, optisch sieht schön aus, aber als Bierkenner glaube ich nicht, dass das Bier irgendwas taugt. Wir probieren es natürlich trotzdem. Also es riecht aus der Dose noch gar nicht so stark, wie es eigentlich ist mit deinen 7,9%. Ja, aber es schmeckt danach. Ziemlich alkohollastiger Geschmack. Oh, ich hätte jetzt ehrlich gesagt dunkler war das. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre eher so ein, ja, dunkleres Gelb, vielleicht ein bisschen Bernsteinfarben, aber sieht ja aus wie ein normales Pils. Ja, rein vom Geruch her merkt man ehrlich gesagt nicht so viel von den 7,9%. Das erstaunt etwas, aber ist halt kein Schnaps. Ja, ich sag mal so, wenn man, also der erste Schluck auf der Zunge, da denkt man so, schmeckt gar nicht so stark, aber dann im Nachhinein kommt halt dieser ganze Alkoholgeschmack hoch. Hinterlässt meiner Meinung nach auch keinen angenehmen Geschmack auf der Zunge. Keine Ahnung, also zu alklastig, einfach zu alklastig. Man schmeckt viel zu sehr den Alkohol. Ja, keine Ahnung. Es ist relativ herb. Aber wie wir gestern gelernt haben, Hopfenextrakt besteht aus Bitterhopfen, von daher logisch, dass das relativ herb ist und bitter halt, bitterherb. Kein wirklich geiles Bier. Also ich würde sagen, bisher das schlechteste Bier im Kalender, definitiv. Aber trotzdem, ich bin für alles offen, das heißt, ich freue mich auch über so ein Bier, ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache ein Bier, was ich noch nicht probiert habe. Also wenn es ein preiswertes Bier ist und man sich besaufen möchte, dann ist es vielleicht eine Alternative, weil es viel Alkohol hat und man halt schnell betrunken werden kann davon, aber ich würde es mir nicht privat kaufen. Naja, wer mal in Starkbier trinken möchte und oder Dosen sammelt, das ist eine hübsche Dose auf jeden Fall, geschmacklich nicht wirklich was wert. Für den einsteigenden Biertrinker sowieso nicht, der wird komplett abgeschreckt. Und die Blume hält sich auch nicht wirklich lang. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Glas liegt oder am Bier. Echt kein geiles Getränk. Nein, ist es nicht. Kommen wir zum Schnaps. Ich hoffe, der ist so gut wie gestern. Dann können wir über das schlechte Bier hinwegsehen. Auch da Runde Nummer 5.
Ach ja, danke nochmal für diesen Tipp mit sexy Weihnachts-Schnapskalender. Das habe ich direkt in meine Titel reingeschrieben. Mal gucken, ob es noch mehr Leute das anklicken. Ich glaube, das ist das erste Mal mit einem hübschen Bild. Moment. Da fällt mir gerade ein, dadurch, dass die Bilder so unspektakulär sind, können wir es überhaupt auf YouTube zeigen, weil wenn ich hier anfange und vielleicht Nippel aufblitzen lasse oder sowas, dann will YouTube direkt eine Altersbeschränkung reinhauen. Das ist natürlich nicht so cool. Ist geil, oder? Man hat Schnaps und Bier, was man hier trinkt, in Deutschland ab 18. Da muss man keine Altersbeschränkung reinmachen, aber wenn man Nippel zu sehen ist, dann wird's böse. Und zwar nennt sich dieser Schnaps oder diese Flasche Blackie. 18%. Das Bild bzw. die Dame, die darauf ist, schaut ganz gut aus. Ich würde sagen, bisher definitiv die. Wie mache ich das denn jetzt? Bin ich dumm? Hier ist die Kamera. So. Bisher definitiv die hübscheste, würde ich sagen. Aber das Bild ist halt auch wieder relativ dunkel. Ich verstehe nicht, was das da mit diesen Schatten und sowas soll. Dadurch ist es immer relativ schwierig zu erkennen, aber ich denke, man sieht's. Eine relativ hübsche Dame. Nur halt etwas dunkel. Blackie, was könnte das sein? Also rein von der Farbe her, dieses Dunkle sieht doch schon wieder aus wie ein Kräuter, oder? Das ist dann ein guter Kräuter. Ich finde natürlich auch wieder nicht drauf, was es ist. Kräuterschnaps muss man immer schütteln. Immer. Also sehr viel rieche ich nicht, aber das, was ich rieche, das erinnert an Kräuterschnaps. Schauen wir mal. Relativ dunkel, ziemlich dunkles Braun. Schwarz ist es noch nicht, auch wenn es Blackie heißt. Vielleicht sogar ein leichter Rotton mit drinne. So wie das riecht, habe ich wohl recht mit meinem Kräuterschnaps. Wobei, jetzt der zweite Geruch eher wieder in Richtung. Eher in Richtung dunkle Traube geht. Dunkle Traube sage ich schon. Dunkle Beere geht, also eher wieder sowas in Richtung. Also gestern hatten wir Heidelbeere, und das geht auch wieder eher so in Richtung Waldbeeren. Ist wohl doch kein Kräuter, schauen wir mal. Da zieht es einen ja alles zusammen. Also das ist ein komischer Schnaps auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich würde sagen, vielleicht so eine Mischung aus Kräuterschnaps und Waldbeere oder so. Sehr geil. Also schmeckt definitiv nicht so lecker wie gestern. Und ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Geschmack. Da ist wieder so ein komischer Geschmack drin, der mir an irgendwas erinnert, aber ich komme nicht drauf. Aber wie gesagt, ich würde sagen, das ist auch wieder irgend so ein Waldbeerenlikör. Also schmeckt auf jeden Fall nach dunkler Wald. Also man kann keine wirkliche Beere rausschmecken. Also es ist nicht nur Heidelbeere oder so. Da könnten auch Brombeeren oder sowas drin sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts Besonderes und ich finde auch nicht wirklich geil. Also ich würde mir privat nicht kaufen. Er schmeckt so ein Tick nach Lakritz, also ein Tick Lakritz. Ja, schmeckt auf jeden Fall ein klein wenig nach Lakritz, ist aber kein Lakritzlikör. Habe ich schon mal getrunken, schmeckt anders. Ja, ich weiß nicht so richtig, was das sein soll. Blackie, wie gesagt, dunkle Waldbeeren, das würde ja passen. So ein kleiner Hang zum Kräuter ist auf jeden Fall mit drin. Aber nichts Besonderes, überhaupt nicht geil. Also die Heidelbeere von gestern war definitiv lecker. Und ja, merkwürdig. Also wir haben heute ein merkwürdiges Bier mit unserem Bavaria. Bavaria sage ich schon. Germania.
und einen merkwürdigen Schnaps mit unserem Blackie. Und ich denke, damit können wir den heutigen Eintrag auch beenden. Ach, ich wollte euch noch irgendwas zeigen, fällt mir gerade ein. Jetzt weiß ich aber nicht mehr was. Hier noch einen privaten Tipp von mir, pass auf. Wer auf Barbecue-Soßen steht, der sollte sich definitiv mal diese hier genehmigen. Super lecker. Sweet Vidalia Onion. Richtig nice. Kann ich euch nur empfehlen. Schmeckt richtig lecker. Also auf jeden Fall eine der besten Barbecue-Soßen, die ich je gegessen habe. Aber ich muss dazu sagen, Sweet Baby Ray's, die machen eigentlich nur geile Soßen. Ich habe noch keine eins. Ich habe richtig viele Sorten von Sweet Baby Ray's. Richtig viele. Vielleicht zeige ich euch morgen mal alle. Ich habe richtig viele Flaschen davon. Und ich hatte, also keine einzige davon ist eklig. Jede einzelne davon ist geil. Kann ich euch nur empfehlen, Sweet Baby Ray's, besten Barbecue-Soßen überhaupt. Und wenn der eine oder andere jetzt fragt, warum hat denn Paxi so viel Barbecue-Soßen? Ich weiß es nicht, aber ich habe einfach extrem viel. Ich habe auch noch andere Sorten, nicht nur Sweet Baby Ray's. Vielleicht zeige ich euch ja mal in irgendeinem Videoblog mal alle. Mal schauen. Ich trinke noch den letzten Schluck Bier aus. Auf euch, Jungs. I love you all. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss, ich liebe euch alle.